Wir sind der Hauptcharakter in unserem eigenen Leben. Und manchmal haben wir die Chance, hinter die Kulissen eines anderen schauen zu dürfen. In dieser Videoreihe erzählen wir euch die Hidden Stories aus der südlichen Waldstraße in Karlsruhe. Ich kenne so Leute, die sind so negativ schon vom Anfang an. Immer negativ, immer negativ. Irgendwann, ich weiß nicht, wie konnten die aufstehen morgen, egal Sonne oder Regen. So, kann ich nicht. Ich muss positiv denken. Heute ist heute, was kommt morgen, dann überlege ich, wie ich das, wenn ein Problem kommt, wie ich das löse. Ich heiße José Vasconcelos und wir sind in der Waldstraße 50 in die Tasca do José. Tasca ist eine Abkürzung für Taverne in Portugal. In der Waldstraße habe ich auch noch so einen Konzeptstore seit Juli 2021. Mit nur portugiesischen Produkten. Textilien, Keramik, so Geschenkartikel, alles aus Portugal. Ich komme aus Portugal, aus Porto Santo Insel, eine Insel, die zu Madeira gehört. Wenn man in eine Insel wie Porto Santo mit 5000, jetzt sind 5000 Einwohner, früher war vielleicht 4000. Wenn ich klein war, das war so eine kleine Insel und dann war immer der kleine Junge, die immer so, man ist wie gesperrt, man kann jeder und man will so ein bisschen was anderes sehen. Ich glaube, ich war 13, 14, mein erstes Mal, dass ich nach Festland gegangen bin, so geflogen. Ich, wenn ich klein war, war noch kein Strom bei uns in die Insel. Ich habe das noch erlebt. Ich erinnere mich, wenn ich 5 war, glaube ich, die erste Strom oder die erste Mal, dass ich Fernsehen gesehen. Oder wer hat die erste Fernsehen in die Insel bekommen? Das sind Sachen, dass man vergisst das nicht. Ich wollte so ein bisschen die Welt sehen und ein bisschen reisen. Und die Idee war so nach egal wo, nicht in Portugal zu bleiben. Und ich wollte nach England gehen, nach London. War mein Traum, aber irgendwie hat sich ergibt einen Vertrag hier, einen Arbeitsvertrag in Deutschland. Denn deswegen bin ich als erst nach Deutschland und dann wollte ich weiterziehen, irgendwo, egal wo, in Europa, ein bisschen reisen. Aber dann bin ich hier stecken geblieben in Deutschland. So, dann habe ich gearbeitet und auch trotzdem gereist, aber immer wieder zurück. Dann nach 10 Jahren, 12 Jahren, glaube ich. Dann wollte ich in die Süden, wieder so Spanien oder irgendwo, aber in die Süden. Ich habe irgendwie keine Lust mehr auf Deutschland. Und dann habe ich eine Arbeit gesucht in Valencia oder am Meer wollte ich gehen. Und dann hat es nicht geklappt. Und da habe ich mich hier auch in Karlsruhe beworben, in ein Restaurant. Und hat geklappt, okay, Karlsruhe immerhin ist in die Süden, dann gehe ich. Nach Karlsruhe und dann jetzt bin ich hier geblieben, durch das ich dann nach 5 Jahren, ich habe immer geträumt, so einen Traum, so ein Restaurant selber aufzumachen. Nur damals war schon in Nordrhein-Westfalen in Deutschland die Leute waren nicht bereit für die portugiesische Küche. Alle haben immer gesagt, ich gehe nach Italien, nach Griechenland, nach Spanien, Urlaub, aber vielleicht in Unter habe ich immer nur 2 Personen getroffen, die nach Portugal in Urlaub gegangen sind. Sonst hat immer die Leute mir gesagt, was gibt es in Portugal zum Essen, was essen die Portugiesen, gibt es gute Weine. Damals konnte man gar nicht über Portugal, das war ganz nicht so Trend zu gehen. Denn nachdem ich hier in Karlsruhe war, habe ich 5 Jahre in einem Restaurant gearbeitet und dann habe ich angefangen zu merken, dass die Leute, mehr Leute nach Portugal gegangen sind. Dann habe ich gesagt, okay, jetzt glaube ich Deutschland so weit vor ein portugiesisches Restaurant. Dann habe ich gesucht, 2 Jahre lang so eine Lokalität und dann habe ich ein Restaurant gefunden, so, wo habe ich gedacht, okay, das ist das. Petiscos ist die Worte für Tapas. Man kann Tapas auf Spanisch, aber man kann die Wort Petiscos auf Portugiesisch nicht. Und das ist fast die gleiche Wort und bedeutet auch das gleich, so kleine Häppchen. So. Und Taverne oder Tasca ist so
immer ein Viertel, kleine Lokal, wo die Personen von diesem Viertel immer sich treffen, was zusammen essen, Wein trinken und einfach sich was teilen, kleine Sachen. Das heißt, in einer Taverne oder in einem Taschka, man isst, man teilt sich gern, man bestellt so drei Sachen und man isst auch mit der Hand oder alle in die gleiche Teller. Das ist so mehr Freunde, die sich treffen. Also die Idee war immer so, diese Taverne in Portugal nachzumachen, dass die, wenn die Leute hier reinkommen, so die Gefühl haben, okay, ich bin nicht in Karlsruhe oder ich bin woanders, oder wenn man schon in Portugal war. Die unterschiedliche Stuhl war die Idee, weil eine Taschka ist meistens ein einfach Lokal und meistens man nimmt so einen Stuhl von mir, einen Stuhl von da und weiche in ein Lokal, wo die Sachen, alte Sachen gekauft haben. Und dann habe ich auch, warum nicht? Da gab es ein paar schöne Stühle. So, okay, wir nehmen so ein paar so, ein paar so. Muss nicht alles gerade sein, eine Linie halten. Und was lustig war, dass die am Anfang ist klar, man hat aufgemacht. Und dann kommt so Leute vorbeischauen und dann einmal kommt so ein Damm rein. Ja, das, darf ich was gucken? Ja, gern. Ja, ich habe gehört, dass sie unterschiedliche Stühle haben. Ja, das geht gar nicht. Das sieht nicht so gut aus. Ich sage, wissen Sie, bei mir zu Hause entscheide ich, wie das aussieht. Und was sie vielleicht nicht schön ist, für mich ist wunderschön. Und Gott sei Dank, nicht alle denken wie sie. Okay, blau ist mein Lieblingsfarbe wegen das Meer. Das war immer so gedacht, dass ich versuche immer blau irgendwie zu holen. Und dann habe ich so die Idee, so Tisch in blau. Das wäre gut passen. Und dann die Stoff habe ich aus Portugal. Die Gardinen fand ich auch super schön. Das wäre gut passen. Und die Sache ist, das kommt immer nach und nach. Ich gucke so, wir haben so angefangen einfach und man versucht immer so ein bisschen was nachzubringen. Ist wie die Dekoration an den Wand mit dem Fisch. Irgendwann war ich in Portugal, habe ich gesagt, okay, den kaufe ich und dann fange ich. Ich sammle fast die. Wenn ich da bin und finde ich was schön, dann bringe ich noch einen. Das gibt es jedes Jahr fast immer noch einen Fisch an der Wand. Und das ist eine Sache, die sich entwickelt. So. Was mich berührt, ist, wenn ich habe so eine Portugiesin, die seit, keine Ahnung, 1000 Jahren in Deutschland und sie geht nicht so oft nach Portugal und sie war bei mir. Und da hat sich mit mir unterhalten, oh, sie sind Portugieser, super. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und ein paar Tage später kriege ich eine E-Mail, wo sie mir sagt, vielen Dank, ich habe diese Sehnsucht nach Portugal, wenn ich bei Ihnen war, ist das jetzt, vielleicht vor einem Jahr, habe ich jetzt wieder getankt und dann kann ich wieder, weil ich vermisse so Portugal, aber dieser Moment, dass ich bei Ihnen war, das hat mich so gut getan, ich fühle mich so wirklich berührt, dass Sie das hier und das machen und dass ich mich so wohl gefühlt wie in Portugal. Das sind diese Sachen, die mich berühmt. Und wenn ich das lese, dann sage ich, okay, das ist super. Dann kann ich weitermachen. Ich mache eine gute Arbeit. Bei der zweiten Lockdown war schon so ein bisschen schwierig. War Winter. Wir wollten nicht so mit keine Firma zum Liefern arbeiten. War nicht so gut, dann habe ich mich entschieden, okay, ich muss einen Plan B, C, D schaffen. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, viele Gäste haben immer gefragt, wo haben sie ihr Geschirr, wo kaufen sie ihr Geschirr. In Portugal habe ich immer so versucht, wenn ich da eingegangen bin, so das zu kaufen. Und dann habe ich die Idee gehabt, okay, warum verkaufe ich nicht Geschirr und portugiesische Produkte, die werden sehr gut angenommen. Und dann habe ich angefangen, da mal so bei der zweiten Lockdown, habe ich das Restaurant in einem Einzelhändlergeschäft quasi so mit alle Tisch zusammengestellt, Geschirr obendrauf. Und dann habe ich, das war vor Weihnachten, das hat sehr gut geklappt. Wir haben auch so Lebensmittel verkauft, so Olivenöl, Weine. Dann war so, dürften wir wieder aufmachen, so die Restaurants.
Und habe ich die Möglichkeit dann hier in die Waldstraße, nicht so weit weg, einladen zum Übernehmen und diese Geschirr da weiter zu verkaufen und Lebensmittel, Textilien und so, alles aus Portugal. Das neue Laden mit dem Geschirr, der Dussul Concept Store, Dussul vom Süden, habe ich mir gedacht, die Idee war so Portugal, Süd, wir verkaufen nur vom kleinen Produzent. Wir bestellen Sachen, dauert immer manchmal, dass wir die, weil das werden von uns produziert. Gibt es ein oder andere Firma, die sind schon ein bisschen größer, die sind auch schneller so. Aber Geschirr bei manchen sind besondere Sachen, wo wir wirklich das bestellen müssen. Wir warten, bis das fertig ist. Und das heißt, wenn Verkauf ist, dann ist weg. Vielleicht kriegen wir irgendwann. Weil das sind, für uns ist wichtig, dass alles in Portugal und auch so die kleine, ich habe auch gefunden, so diese kleine Betriebe oder so, das meiste so, sitzt da eine Frau und sie macht was aus Terrakotta und so und ich finde das schön, um das zu unterstützen und dass die mir dann nachher schreiben, oh, ich freue mich, dass sie mich in ihr Sortiment jetzt genommen oder zu diesem Projekt zu gehören. Und das macht wirklich Spaß, diese Sachen, die Leute zu, oder gibt es auch so viel, die machen so Sozialfirma, das heißt, die Arbeit, ich habe so eine Firma, die machen so Hausschuhe aus Rest von der Textilbranche, die nehmen so die Rest von diesem Stoff und die machen Hausschuhe und das wird so gemacht von Familie zum Beispiel, da steht drin auch in dieser Schuhe, wer hat das gemacht? Zum Beispiel Mutter, die alleine ziehen, Mutter, die das nebenbei macht, dass sie ein bisschen Geld extra verdient. Oder eine Mutter mit einem behindert Kind, die nicht arbeiten kann, weil sie muss 24 Stunden auf ihr Kind aufpassen. Und sie macht auch das. Oder eine alte Oma, die ist zu Hause und sagt, ich will auch was, ein bisschen was. Und dann verdienen sie auch ein bisschen mehr. Und das finde ich, das zu unterstützen, versuchen wir immer so. Oder wir haben so unsere Blumen aus Gips, da macht auch so die, das ist eine Gruppe, so, ist eine Frau aus Nordportugal, die mit so auch ein Gefängnis arbeitet, so dass die diese Leute, die da sind, die auch ein bisschen so ein Licht sehen, dass die auch, ich meine, wenn eine was falsch macht im Gefängnis, dann bedeutet nicht, dass er kann nichts was schaffen, was schön ist. Und sie unterstützt und die machen das. Ich finde das schön, dass diese Sachen zu unterstützen. Alle sagen, du bist immer so positiv. Aber ich denke, ich kann nur das machen, weil ich positiv, weil wenn ich immer negativ denke, ich habe auch so einen Tag ab und zu, wo ich sage, ach, keinen Bock mehr irgendwie. Aber wirklich, ich versuche immer, auch wenn bei Schwierigkeit positiv, um das ein bisschen locker zu machen, weil sonst, ich kann nicht. So dann nachher, das weiß ich schon, dann versuche ich immer positiv denken, irgendwie. Oder momentan sage ich, seit fast einem Jahr. Heute ist heute, was kommt morgen, dann überlege ich, wie ich das, wenn ein Problem kommt, wie ich das löse. Man hat keinen Sinn. Ich kann so Leute, die sind so negativ schon vom Anfang an, immer negativ, immer negativ. Irgendwann, ich weiß nicht, wie konnten die aufstehen morgen, egal Sonne oder Regen. So, kann ich nicht, ich muss positiv denken. Auch wenn ich meine, das Leben ist nur, nicht nur pink, rosa und schon blau. So, das ist immer so, aber man muss ein bisschen schon so in die positiv denken, sonst man wird verrückt. Ich versuche immer, mich zu beschäftigen und nach vorn zu gucken, ist egal was.